Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge 338 von Simotrans. Ja, Fehler immer noch nicht behoben. Ich habe jetzt schon mal bei Steam die Version installiert etc. Hat auch da funktioniert. Es hat beim Dingens funktioniert, nur leider in diesem Spiel hat es nicht funktioniert. Und ich muss mal nach weiteren Nightly gucken, ob ich da was finde, ob das dann geht. Ich habe schon mal was gemacht, aber das hat alles nicht so gefruchtet, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber nichtsdestotrotz müssen wir hier weiter gucken, wie wir hier weitermachen. Ja, würde ich sagen, nach dem Intro geht's dann da weiter, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal hier rein. Ja, das mit dem Bewegen ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Pfeiltasten sind schon mal richtig. Was machen wir jetzt als nächstes? Das ist die Frage. Hier läuft ja erstmal alles. Das war ja schon ein großes Problem hier. Das haben wir, glaube ich, hingekriegt. Hier rechts läuft es wohl auch rund. Hier hatten wir das Doppelsignal gemacht, das ja auch funktionierte. Das war schon mal gut. Was mir einfällt, ist, dass wir hinten irgendwie gar keine Züge hatten. Da fährt jetzt ein Zug mal lang. Fährt hier hinten gar kein Personenzug mehr lang? Weil irgendwie bin ich mir da jetzt nicht so ganz sicher, ne? Verbindungen. Schiffe, Straße, Zug, Güterzug, Güterzug. Holz, es gibt keinen Personenzug mehr hier lang. Kann das sein? Haben wir den aufgelöst? Doch, da ist er doch. Personenzug steht da dran. Ne? Sind auch drei, die da lang fahren. Und der letzte ist hier noch irgendwie ein Tierfutterfahrer, der die gleiche Linie benutzt. Okay. Wo sind die denn? Ach so, die fahren quer über die Karte neuerdings, ne? Okay. Riedenburg. Alle fahren nach Riedenburg hier drin. Ist das so richtig, was wir da machen? Den wollte ich gerade verfolgen. Jetzt können wir noch mal die Karten in den Dingens verschieben. Das ist ganz schlecht. Es wird immer schlechter. Lass mal schneller laufen. Und der fährt, okay, da hinten raus, weil wir ja jetzt Sackbahnhof hatten, ist klar. 518, jetzt ist er voll. Fährt die ganzen Arbeiter in die Stadt. Und ist schon frühzeitig voll. Okay, da haben wir einen Untergrund gesehen. Da fährt er in den unteren Bahnhof rein, das war ja auch okay. Und jetzt, stopp mal, wieso steigen die alle hier nicht aus? Hä? Wann steigen die 518 Leute aus? Jetzt wartet er auch noch auf den Gegenverkehr oder was? Ah, jetzt haben wir wahrscheinlich noch einen Stau hier. Ja, sieht gut aus, hä? Hat wieder nicht geklappt. Ist der Stau nur temporär, weil da jetzt einer reinfährt? Könnte auch sein, ne? Der hält sich jetzt frei. Welches Gleis reserviert der hier? Das war B, ne? Der reserviert sich gerade keins. Wieso fährt er da jetzt nicht rein? Der müsste doch da definitiv einen Halt haben, oder ist das nicht so? In die Linie reingeguckt. Hadexen Stahlwerk, da sind wir hier. Kommt aus Riedenburg, ist also hier ein Halt. Hadex Südost, das ist Riedenburg Raffinerie, nur das ist alles auf der anderen Seite. Riedenburg Raffinerie, Hadexen Alte Kohlekraft, Hadexen Südostwald, Hadexen Altenau Stahlwerk, Hadexen Chemiewerk, Hadexen Baustoffhandel, Hadexen Stahlwerk. Das ist hier auch zweimal drauf, ne? Eigentlich, okay, das kann auch sein, dass irgendwo ein anderer halt nur einmal ist dann. Was passiert hier gerade falsch? Wartet auf freie Strecke. Auf welche freie Strecke wartest du? Das wäre jetzt noch schön zu wissen.
Da ist das Haltsignal. Kann das sein, dass er definitiv noch ein zweites Signal braucht ohne das Haltsignal? Wäre es besser, die fahren alle an einem Haltsignal vorbei? Habe ich ausgewählt? Ja. Jetzt fährt er nämlich bis dahin. Nochmal das B, hat er bis dahin reserviert. Fährt auch rein. Er kommt, hat zwei reserviert, ist klar, weil die da auch bis dahin frei sind. Er kann aber nicht darunter reservieren. Okay. Durchfahrenden Verkehr würde er so oder so blockieren. Aber macht er jetzt nicht dazu? Hier könnte man noch drehen, wenn es denn von Vorteilen wäre, ne? Da fährt aber gerade keiner raus. Wahrscheinlich macht es überhaupt gerade gar keinen Sinn, da so ein Signal stehen zu haben, ne? Ja, und der fährt immer mit 518 voll hier rum, ne? Kann das sein, dass das auch nicht gut ist? Wann hat er denn mal nicht voll? Da ist er. Jetzt ist er mal leer. So, wann? Ja, auf der anderen Seite steigen sie ein, wetten? So, hier drüben, wenn er da drüben ist, steigen sie leer ein. Nee, noch nicht mal das. So, das sind 22 Arbeiter jetzt, die nach Hause wollen, ne? Oder? Ja. Und da ist schon voll. Okay. Dann fährt gerade 5000 Miese ein. Ja, der kann jetzt da auch schon gar nichts mehr machen. Die fahren alle nach Riedenburg. Das heißt, da müssen ja Unmengen an Leuten noch an Dingens stehen. Die fahren jetzt alle nach Altenau, Döbeln etc. auf der anderen Seite. Ja, dann kannst du da definitiv. Oh, steckt fest. Super, oder? Wo steckt er denn da fest? Hier irgendwo. Wieso fährt der weiter nicht nach da? Weil da noch ein Signal vielleicht fehlt. Ah, da fehlt ein Signal, deswegen ging es nicht, ne? Schätze ich mal. Jetzt können sie weiterfahren. Dieses Signal steht auch ziemlich doof, ne? Mach das mal weg. So sieht's besser aus, oder? Aber hier sind wir immer noch nicht weiter, weil da müssen wir definitiv mehr Züge drauf dann haben, oder wie sehe ich das? Hier stehen ja zigtausende von Passagieren, aber hier ist auch der Flughafen, okay. Aber hier nimmt ja keiner groß was mit, diese 24.000. Okay, die meisten sind hier. Passagiere Stahlwerk. Über Stahlwerk Altenau. Ich glaube, wir sollten da mal auf der Linie ein paar Leute, ein paar Züge drauf machen noch. Sowas da. Da ist er. Der war das, ne? Das ist die Frage Fahrzeugdetails. Das ist jetzt, glaube ich, dieser Doppelstockwagen, Steuerwagenkopf, ne? Ja. Und dann, wie viel hat er da? Eins, zwei, drei. Drei und die Lok. Sollten wir da einen mehr machen?
Machen wir mal. Und die Lok ist BR111. So, und dann kannst du schon gleich zweimal kopieren und dann Personenzug PZ Riedenburg Adexen läuft. Ah, super, ich habe natürlich falsch gemacht, ne? Erst die Fahrtlinie austesten wäre richtig gewesen. Und dann die Bahn kopieren. Okay, das läuft erstmal. Will ich hoffen. Kommt noch einer raus, ja. Dann nehmen wir den auch noch mit. Fenster kann ich leider nicht verschieben. Das ist richtig doof jetzt. Rechte Maustaste funktioniert in irgendeiner Form, aber links reagiert er nicht auf dieses Fenster. Das ist voll doof. Ja, ich muss unbedingt dieses Problem noch beheben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das kann zu, weil der steckt ja schon vor längerem fest. Das kann auch zu. Ich habe es übrigens auch schon mal deinstalliert und neu installiert, hat auch nichts gebracht. Komisch. Ja. Schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Ne? Also ich würde jetzt mal sagen, die fahren jetzt hier 2300. Er hat hier 11.000 plus. Können ja mal schneller machen. Wir können ja auch mal den neuen verfolgen. Der hat nichts drinne. Da hat er auch nichts drinne. Kann jetzt auch ein paar hundert mehr machen oder 140 ungefähr. So, jetzt hat er schon voll geladen. Ja. Er fährt jetzt zur Raffinerie und bringt die ganzen Raffineriearbeiter dahin, ne? Das macht er da plus gerade. So, jetzt hat er alle abgesetzt. Ich glaube, das läuft nicht so richtig. Hier hat er 35 Leute jetzt geholt und jetzt kriegt er gleich bei dem ersten Halt schon voll. Oder? Nee, noch nicht. Beim zweiten auch nicht. Okay, beim dritten. Aber das ist ja erstmal schon mal wieder gut. 17.000 Miese hat er da. Und ist im Keller gelandet. 10.000 Miese. Also es wird jetzt gerade besser mit der Zahl. Wenn er da hinten ist, sollte er eigentlich schwarz sein, oder? Nö, ist er nicht. 6.000 Miese. Oder 5 waren es vielleicht. Jetzt fährt er in die schwarzen Zahlen tatsächlich gerade. Jetzt auch. Setzt alle ab. Setzt da auch nochmal ab. Setzt da ab. Jetzt hat er keine mehr. Jetzt fährt er in den roten Zahlen. War eben ein bisschen im schwarzen. Hat keinen mitgenommen, weil schon andere Züge das erledigt haben wahrscheinlich. Einer ist da eingestiegen. Da sind nur drei dazugestiegen. Hier nochmal 8. Und da ist er voll. Das ist alles nicht optimal, was wir da haben, ne? Ja, es ist hier mit viel Geld minus. Der fährt ein bisschen plus ein. Vielleicht waren die, die ich da draufgelegt habe, jetzt auch gerade zu viele oder sowas. Aber wir haben natürlich hier immer jetzt voll, ne? Das heißt, die Leute stehen irgendwo. Ja, jetzt hat er aber ein paar tausend plus. Da sind noch welche drinne, die auch noch nach Adenau rüber wollen. Okay. Ja, bleibt im Schwarzen, auch für die lange Strecke. So, jetzt wieder rot. Und packt jetzt aber auch erst wieder ein. Hier will sowieso keiner aussteigen.
Weil hier werden nur die Arbeiter hin und her kutschiert. So, nächster Halt könnte schon Aussteiger sein. Ja, da sind schon 5000 runtergegangen. Jetzt sind wir wieder schwarze Zahlen. Jetzt ist rot. Jetzt sind nur 23 nach hier hinten und da ist er wieder voll. Ja, schwarze Zahlen waren gerade wieder da. Da auch. Jetzt steigen die ganzen Arbeiter aus. Die bringen alle Geld. 7 haben wir, 8 haben wir gesehen, 9er. 9er. Jetzt wird darüber zur anderen Seite noch. Hat relativ viele drin, 605. Okay, 17.000. Ich glaube, jetzt könnte er sich stabilisieren im schwarzen Bereich. Dafür ist der hier in den Wiesen gegangen hat. Ja, ist ein bisschen kompliziert, diese Linie. Ich habe aber die Vermutung, dass sie insgesamt gesehen plus minus null fährt wahrscheinlich. Wie sieht es hier mit Fracht aus? Ja, da sind wir wahrscheinlich dran. Hier sind sie plus, 15.000 plus jetzt, er fährt zurück. Ah, hier ist er mit Minus unterwegs. Ich glaube, das müssen wir mal in der nächsten Folge uns nochmal weiter genau angucken. Ne? Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genau habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.